Beste ist wohl der, der dich am Ende glücklich macht. Nie mehr ohne einander. Andrea Kowalewski und ihre Tochter Johanna haben viel nachzuholen. Monatelang waren sie getrennt. Gegen ihren Willen mussten Johanna und ihre Geschwister im Heim leben. Freiheit bedeutet, wählen zu können, wo wir zu Hause sein wollen. Andrea Kowalewski hat durchlebt, was unzähligen Familien widerfährt. Mit der Scheidung beginnt der Streit ums Sorgerecht für die Kinder. Der Familienrichter ordnet ein Gutachten an. Ich dachte am Anfang, dass sich das alles aufklärt. Aber man hat mich da bewusst in eine Gutachterfalle tappen lassen. Erst seit kurzem sind Andrea Kowalewskis Kinder wieder zu Hause. Fast ein Jahr lang lebten sie im Heim. Der Vater gewalttätig. Im Prozess um Sorgerecht folgte der Richter der Empfehlung einer Sachverständigen. Die Psychologin schrieb in ihrem Gutachten, die geschiedene Mutter sei nur eingeschränkt erziehungsfähig, das Wohl ihrer Kinder gefährdet. Sie kam zu dem Ergebnis, dass die Liebe zu der Mutter so eine überdurchschnittlich hohe Punktzahl ist, dass das für sie, obwohl es positiv erscheint, aus dem Willen der Kinder heraus, was ganz Schlechtes ist, weil die symbiotische Bindung zur Mutter viel zu hoch ist. Also ich liebe meine Kinder zu sehr und die Kinder lieben die Mama zu sehr. Das soll krank sein. Nach dem Gerichtsbeschluss geht alles ganz schnell. Das Jugendamt schickt einen Wagen zur Schule, lässt die Kinder aus dem Unterricht holen und ins Heim bringen. Ich wollte halt nicht mit, aber die sagten mir dann halt auch noch, dass meine Geschwister halt so drin sind im Auto. Und Benny und Johanna, denen ging es auch schlecht. Und der Tim hat auch angefangen zu weinen. Nur der anhaltende Protest ihrer Kinder führte dazu, dass sie nach 10 Monaten wieder zurück zu Andrea Kowalewski durften. Doch diese Entscheidung ist immer noch nicht endgültig. Das Gutachten gilt weiterhin. Die 40-Jährige hat deshalb ein Gegengutachten erstellen lassen. Sie empfindet sich selbst als voll erziehungsfähig und misstraut der Aussagekraft der angewandten Testverfahren. Auch am Sachverstand ihrer Familiengutachterin hat sie Zweifel. Deren Spezialgebiet ist eigentlich Arbeitspsychologie. 10 Jahre war sie bei einem Kreditinstitut angestellt. Wenn man ihr Profil so sieht und wie sie die ganzen Jahre bis 2013 noch in dieser Bank gearbeitet hat, so frage ich mich, was diese Dame sich anmaßt, über Menschen zu richten und Empfehlungen an ein Gericht zu schreiben, Familien, intakte, Liebende zu trennen. Das ist schon ein Hammer. Jedes Jahr werden in Deutschland rund 170.000 Ehen geschieden. Davon sind etwa 140.000 Kinder betroffen. Elmar Bergmann hat als Richter unzählige Gutachten in Auftrag gegeben. Seit seiner Pensionierung arbeitet er als Anwalt für Familienrecht. Sein Urteil nach 40 Jahren Berufserfahrung, mehr als die Hälfte der familienpsychologischen Gutachten sind unbrauchbar. Die angeblichen Sachverständigen sind häufig unqualifiziert. Ihre Empfehlungen beruhen allzu oft auf Vorurteilen und Bauchgefühl. Wir haben leider bei uns das Problem, dass jedermann als Gutachter vom Familiengericht bestellt werden kann. Wir haben erlebt Heilpraktiker, wir haben erlebt Kindergärtnerinnen. Es werden vielfach beauftragt Leute, die keine wissenschaftliche Ausbildung haben. Wie sollen die wissenschaftliche Arbeiten abliefern? Ein weiterer Kritikpunkt:
Zu viele Gutachter verwenden pseudowissenschaftliche Testverfahren. Besonders beliebt, male deine Familie in Tieren. Daraus könne man ablesen, was ein Kind für seine Eltern empfindet, glauben manche Sachverständige. Elmar Bergmann findet das verantwortungslos. Der Test Familie in Tieren, den kann man nur in die Tonne kloppen. Wenn man Kinder fragt, warum hast du den Papa als Wolf gemalt? Ja, das war eine Antwort. Ja, wir haben immer Wolf und Kind gespielt und der Papa war Wolf und das war immer so schön. Gutachter sagt, der Papa wird als Bedrohung, als Wolf empfunden. Dieser Test führt ebenfalls zu abenteuerlichen Deutungen. Kinder sollen malen, wer gemeinsam mit ihnen in ihr Traumhaus einziehen darf. Auch die Kinder von Andrea Kowalewski mussten solche Tests über sich ergehen lassen. Der Tillmann hat ein ganz normales Kritzelbild gemalt, im Alter entsprechend. Und es steht dann im Gutachten, dass das Kind unkonzentriert war. Ja. Er wollte einfach nicht mit ihr zusammen sein. Er ist von der Erzieherin aus seiner Gruppe geholt worden in einen separaten Raum und sollte sich dann mit der fremden Frau unterhalten, mit dem Wissen, die kann uns der Mama wegnehmen. Und sie begutachtet ihn durch und schreibt alles seelisch schlecht, was jetzt sein Verhalten betrifft. Oder dass ich eine schlechte Mutter sein soll, weil er die Dame halt nicht gemocht hat. Zwei Gummibärchenkriege und Aufknöpfe. Zwar ist ein Gutachten noch kein Gerichtsurteil, aber der Gutachter kann Unheil anrichten, wenn das Gericht seine Fehleinschätzung leichtfertig übernimmt. Das geschieht erschreckend häufig. Das liegt zu einem Gutteil an der mangelnden Ausbildung der Richter. Und es liegt daran, dass die Gerichte zu sehr überlastet sind. Man hat nicht die Zeit als Richter, die Sachverhalte, die da ablaufen, sich genau anzugucken. Bei Familie Kowalewski ist der Kampf ums Sorgerecht noch nicht vorbei. Der Familienrichter fordert ein neues Gutachten. Doch Andrea Kowalewski will sich diesmal der Begutachtung verweigern. Sie glaubt, viele Eltern hätten nicht den Mut zu einem solchen Schritt. Aus Angst, es werde zu ihrem Nachteil ausgelegt. Da es ja keine Einzelfälle mehr sind und immer mehr Eltern sich wehren und es immer mehr in die Öffentlichkeit kommt, bin ich immer noch fassungslos, wenn ich mitbekomme, dass Eltern sich dann begutachten lassen. Also man muss es nicht. Ich kann jedem nur raten, tut es nicht. Das ist ganz schlimm. Wie häufig sind Gutachten mangelhaft? Dazu gibt es bislang kaum wissenschaftliche Erkenntnisse. Die Psychologin Christel Salewski von der Fernuniversität Hagen will das ändern. Für eine Studie überprüfte sie mehr als 100 Familien psychologische Gutachten an verschiedenen Gerichten in Nordrhein-Westfalen. Bei der Hälfte der Gutachten fand sie erhebliche Mängel. Jedes dritte stützt sich auf fragwürdige Diagnosemethoden. Und nur jedes vierte untersuchte Gutachten wurde von einem zertifizierten Fachpsychologen erstellt. Eine weitere Schwachstelle, die Verständlichkeit. Sogar für Richter ist das Fachvokabular oft zu kompliziert. Christel Salewski fordert, ein Gutachten sollte grundsätzlich so geschrieben sein, dass auch Nicht-Psychologen den Inhalt begreifen. Wir werden uns dann bei Ihnen wieder melden. Gutes Gelingen. Danke. Ein Gutachten muss verständlich aufzeigen, wie kommt der Sachverständige zu seiner Beurteilung. Man muss hier im Hintergrund behalten, dass also Gutachten drei Kardinalkriterien erfüllen müssen. Und das ist einmal Wissenschaftlichkeit und Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Und natürlich kann man sagen, Wissenschaftlichkeit ist vielleicht etwas wichtiger. Aber wenn die Transparenz und Nachvollziehbarkeit nicht gegeben ist, kann man letzten Endes die Wissenschaftlichkeit auch nicht prüfen. Gutachten sind also häufig unwissenschaftlich.
Christel Salewski fordert deshalb in ihrer Studie, dass Sachverständige eine zertifizierte Fortbildung in Rechtspsychologie vorweisen sollten. Wer sich weiterbildet, ist im Schnitt besser in seinem Fach. Von daher sollte es dazu führen, eine flächendeckende Weiterbildung, dass auch die insgesamt die Qualität der Gutachten sich erhöhen kann. Aber zurzeit gibt es keine Verpflichtung dazu, dass Sachverständige das machen. Und wenn es nicht verpflichtend ist, gibt es keine Sanktionen. Mit ihrem Kollegen Stefan Stürmer arbeitet Christel Salewski an konkreten Verbesserungsvorschlägen. Dinge, die nach ihren Erkenntnissen selbstverständlich sein sollten. An erster Stelle stehen dabei gesetzlich festgelegte Qualitätskriterien für Gutachten. Die Qualität sollte durch eine unabhängige Prüfstelle kontrolliert und vor allem die Ausbildung der Gutachter verbessert werden. Schließlich tragen sie eine hohe Verantwortung. Im Arbeitsfeld der Gutachter ist bisher noch zu wenig gesetzlich geregelt. Gutachter heißen streng genommen Sachverständige. Sie besitzen Sachverstand zu einer speziellen Fragestellung und dienen als Gehilfen des Richters. Das Problem: Im Familienrecht ist dieser Sachverstand nicht näher definiert und es existieren keine verbindlichen Qualitätskriterien für psychologische Gutachten. Bei Strafprozessen gilt, begutachtende Psychologen oder Psychiater müssen einen Hochschulabschluss vorweisen. In der Regel durchlaufen sie Fortbildungen in Rechtspsychologie. Dazu verpflichtet sind sie nicht. Zu Gutachten gibt es kaum statistische Daten. Bei Strafverfahren wird in 4 von 100 Hauptverhandlungen ein Sachverständiger gehört. Also in 20.000 Verfahren jährlich. Ob der Experte medizinische, technische oder baurechtliche Sachkunde einbringt, ist nicht erfasst. Beim Familienrecht gehen Schätzungen von jährlich 7.500 Fällen aus, in denen Gutachter beauftragt werden. Auch im Strafrecht liegt das Schicksal von Menschen häufig in der Hand von Gutachtern. Ralf Witte und seine Ehefrau Kerstin sind heute wieder glücklich vereint. 5,5 Jahre saß der gelernte Straßenbahnfahrer unschuldig im Gefängnis. Eine 15-Jährige behauptete, er habe sie vergewaltigt. Beweise gab es nicht. Doch ein Gutachten befindet ihre Aussage für glaubhaft. Ralf Witte muss hinter Gitter. Seine Unschuld kann er erst Jahre später belegen. Ich habe das Glück gehabt, dass meine Frau von der ersten Sekunde wusste, das kann nicht stimmen. Und deswegen hat meine Frau gekämpft wie ein Löwe. Aber wenn man draußen keinen mehr hat, der für einen kämpft, dann ist man kaputt da drin. Das hat jedenfalls enorm Kraft gekostet. Auch meiner Frau. Meine Frau hat teilweise nur noch 42 Kilo gewogen. Die war todkrank. Aber wir haben gekämpft, immer weiter. Obwohl Ralf Witte ein Alibi hat und es keine DNA-Spuren gibt, werden es 42 Verhandlungstage. Die Familie holt sich auf eigene Kosten einen Fachmann an die Seite. Günther Köhnken soll den Prozess beobachten und das vorliegende Gutachten überprüfen. Der Rechtspsychologe ist ein gefragter Experte für die Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen. Vor allem, wenn Zweifel an der Güte des Erstgutachtens bestehen, wird Köhnken engagiert. Von seiner Heimat Kiel aus reist er regelmäßig durch ganz Deutschland. Hier ist er gerade für einige Tage am Münchner Landgericht tätig. Günther Köhnken ist als Gegengutachter vor Gericht nicht immer gern gesehen. Im Fall Witte wollte der Richter ihn erst gar nicht als weiteren Sachverständigen zulassen. Wittes Verteidiger musste mühsam durchsetzen, dass Günther Köhnken angehört wurde. Es hat damit zu tun, dass das dem Gericht zusätzliche Arbeit macht. Es muss sich dann mit den beiden Gutachten auseinandersetzen, die gegebenenfalls, und in dem Fall war es so, zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen.
Während wenn es nur ein Gutachten gäbe, man sich einfach auf das Gutachten stützen könnte, dann auch deren Argumentation einfach übernehmen kann und fertig aus. Zwei Gutachter, zwei gegensätzliche Befunde. Wie kann das sein? Für Gutachten in Strafprozessen existieren feste Qualitätsmaßstäbe. Doch selbst Richter haben oft nicht genügend Sachkenntnis, um diese zu überprüfen. Im Fall Witte entdeckt Günther Köntgen schwerwiegende Fehler im Glaubhaftigkeitsgutachten. Es wurde nie kritisch untersucht, wie die Zeugenaussage eigentlich zustande kam. Das angebliche Vergewaltigungsopfer schrieb seine Fantasien in einem Tagebuch nieder. Noch Monate nach der angeblichen Tat konnte die 15-Jährige immer wieder darin lesen und so Widersprüche in ihren Aussagen vermeiden. Doch vor allem die Rolle einer Lehrerin des Mädchens macht Köntgen stutzig. Die Schülerin erzählt ihre erfundenen Erlebnisse zunächst nur dieser Frau. Ein intensives Verhältnis entsteht. Sie schreiben sich E-Mails, SMS. Einmal übernachtet die Jugendliche sogar bei der Lehrerin. Die Pädagogin fühlt sich gebraucht und bestärkt die 15-Jährige in ihrer Opferrolle. So deutet der Rechtspsychologe Köntgen diese Verbindung. So ist dann auch durch diese symbiotische Beziehung zunehmend eine solche Aussage entstanden, die dann auch immer weiter ausgeweitet worden ist. Und das hätte man, das will ich dazu noch sagen, das hätte man natürlich berücksichtigen müssen in dem Gutachten. Die Frage, wie ist es denn überhaupt zu einer solchen Aussage gekommen? Da liegt oftmals der Schlüssel für die sachgerechte Beurteilung einer Aussage. Und das ist dort nahezu völlig unterblieben. Bekannt war auch, dass das Mädchen sich immer wieder selbst verletzte. Doch dass die Zeugin Borderline-Symptome zeigte, daran dachte von den Erstgutachtern niemand. Im Gegenteil. Das Ritzen sei eine Reaktion auf die Vergewaltigung. Für Günther Köntgen ein fataler Fehlschluss. Man hätte das untersuchen müssen, was hier eigentlich das, die Henne und was das Ei war. Ist das eine Folge gewesen dieser behaupteten Übergriffe? Oder ist das, was da behauptet worden ist, bezüglich solcher Übergriffe, möglicherweise auch mit verursacht worden durch irgendeine psychische Störung, die auch diese Selbstverletzungen ausgelöst hat? Ein seelisch krankes Mädchen, dilettantisch arbeitende Gutachter. Diese Kombination hat Ralf Wittes Leben fast zerstört. Er ist bis heute arbeitsunfähig. Zwei Orte in seiner Heimatstadt Hannover sind schicksalhaft für ihn. Das Landgericht. Und knapp 40 Kilometer von seinem Haus entfernt, das Gefängnis. Das psychisch gestörte Mädchen lebt heute unter geändertem Namen. Ich kann nicht sagen, dass ich Hass auf diese Person habe, weil wir haben von der ersten Sekunde gesagt, sie ist krank, aber keiner wollte uns glauben. Die ist sicherlich diejenige, die losgegangen ist und diese Anschuldigung gemacht hat. Aber das System rundherum hat komplett versagt, komplett versagt. Wie lässt sich ein solches Versagen des Systems vermeiden? Im Strafrecht steht häufig Aussage gegen Aussage. Um der Wahrheit auf die Spur zu kommen, entwickeln Psychologen der Charité Berlin ausgefeilte Techniken der Gesprächsführung. Renate Vollbart hat die Merkmale von wahren und erfundenen Aussagen wissenschaftlich untersucht. Die Erkenntnis der Rechtspsychologin, um Lügner zu entlarven, kann der Gutachter auf eine Reihe gut erkennbarer Signale achten. Renate Vollbart demonstriert ihre Fragetechnik im Gespräch mit einer Frau, die angibt, vergewaltigt worden zu sein. Diese Szene wurde für die Kamera nachgestellt. Freiwillige Untersuchung ist. Vielleicht können Sie dann einfach mal erzählen, was damals passiert ist. Mhm.
Der erste Anhaltspunkt: Wer lügt, berichtet eher schematisch und nennt kaum Einzelheiten. Er gibt dem Fragesteller nur triviale, allgemeingültige Informationen. Sie haben eben gesagt, der hat Sie dann zweimal vergewaltigt. Mhm. Können Sie vielleicht noch ein bisschen genauer berichten, was da im Einzelnen passiert ist in dieser Situation? Mit dieser Frage zielt Renate Vollbert auf die sogenannten Realkennzeichen. Individuelle Einzelheiten, aus denen sie die Stichhaltigkeit einer Aussage abliest. Jemand, der tatsächlich etwas erlebt hat, der bezieht sich auf das, was wir episodische autobiografische Erinnerung nennen. Das heißt, er hat eine Gedächtnisrepräsentation, die eine Vielzahl von Informationen enthält. Also beispielsweise, also er ist natürlich wer dabei gewesen, ist aber auch vielleicht zeitliche Informationen, räumliche Informationen, sensorische Informationen und auch nebensächliche Details. Wie es Ihnen aktuell so geht. Doch wie steht es mit der Körpersprache? Jahrzehntelang haben Psychologen nonverbale Merkmale intensiv erforscht. Macht der Zeuge fahrige Handbewegungen? Weicht er dem Blick des Fragestellers aus? Die Forschung hat gezeigt, schweifende Augen oder nervöse Gesten beweisen nicht, dass ein Zeuge lügt. Menschen können nervös sein, überhaupt weil sie in diesem Kontext eine Aussage machen müssen. Sie können nervös sein, weil sie über ein sehr belastendes Erlebnis sprechen müssen. Sie können nervös sein, weil sie lügen. Also es gibt viele Gründe, nervös zu sein. Und wir können nur Zeichen von Nervosität sehen, aber wir können nicht den Grund dafür wissen. Deswegen hilft es gar nicht so viel, darauf zu schauen. Und führt, wenn wir aber das für ein Zeichen von Täuschung halten, uns oft nur auf die falsche Fährte. Die wohl größte Herausforderung für einen Gutachter sind Zeugen, die Unwahres berichten, ohne sich dessen bewusst zu sein. Ihre Erlebnisse sind nur eingebildet, sie tragen Pseudo-Erinnerungen vor, aber glauben fest daran. Zum Beispiel, weil sie sich einreden, etwas Traumatisches erlebt zu haben. Das sind durchaus sehr detaillierte Angaben mit außergewöhnlichen Details. Weil wenn man das unter der Perspektive einer Falschbezichtigung sieht, dann denkt man, ach, das würde doch jemand nie so erfinden, ne? Und da kommt man eben, wenn man nur diese Hypothese prüft, kann man einfach zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Und das ist in der Vergangenheit auch häufig der Fall gewesen. Ich habe mich ganz schön zurückgezogen. Psychologen spüren Pseudo-Erinnerungen auf, indem sie die Entstehung der Aussage nachverfolgen. Denn eine Pseudo-Erinnerung existiert nicht von Anfang an, sie wird erst konstruiert. So war es auch bei der Zeugin im Fall Ralf Witte. Im Laufe der Zeit wurden ihre Schilderungen immer bizarrer. Dann erst wurden auch die Ermittler stutzig. Das Lügengebäude brach zusammen. Ralf Witte zahlt für die heutige Autowäsche 25 Euro. Es ist exakt der Betrag, den er pro Tag, den er unschuldig in Haft war, als Entschädigung erhielt. Mit Geld kann man es sowieso nicht gut machen. Aber das Einzige, was vielleicht für mich und meiner Familie gut wäre, um vielleicht auch mal abschließen zu können und vielleicht auch gesund zu werden, es könnte doch mal irgendwann irgendjemand sagen, ey, bitte, Entschuldigung, wir haben da echt Scheiße gebaut. Das hat bis heute keiner gebracht. Keiner. Die Kosten für den Gutachter hätten Ralf Witte fast ruiniert. Ein psychologischer Sachverständiger wird nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz honoriert. Der Stundensatz 100 Euro. Ein familienpsychologisches Gutachten kostet etwa 4.000 bis 5.000 Euro. Ein Glaubhaftigkeitsgutachten wie im Strafprozess um Ralf Witte ist in der Regel günstiger. Es gibt dort weniger Gesprächstermine. Ein solches Gutachten kostet etwa 2.500 Euro. Auch er trägt mit seinen Gutachten viel Verantwortung. Dennis Köhlers Empfehlungen können darüber entscheiden, ob ein Verdächtiger freikommt, ins Gefängnis muss oder in die forensische Psychiatrie.
Der Psychologe ist Gutachter für die Ermittlung der Schuldfähigkeit. Ein Täter handelt ohne Schuld, wenn er zur Tatzeit aus psychischen Gründen nicht einsichts- oder steuerungsfähig ist, zum Beispiel wegen einer geistigen Behinderung. Dennis Köhler prüft dies bei einem Untersuchungshäftling. Gut, Herr Jannis, wir machen ein paar Aufgaben, um zu schauen, wie intelligent Sie sind. Das ist im Gesetz so vorgeschrieben, dass Sie es machen müssen. Ich erkläre Ihnen das Ganze einmal. Die Aufgaben fangen einfach an und werden immer schwerer. Ich zeige Ihnen das jetzt hier mal ganz kurz. Sie sehen jetzt. Die Ergebnisse eines Intelligenztests entscheiden mit darüber, ob ein Straftäter in reguläre Haft geht oder in ein psychiatrisches Krankenhaus. Neben Intelligenzminderung können noch drei weitere Eigenschaften die Schuld ausschließen. Eine krankhafte seelische Störung, zum Beispiel Wahnvorstellungen. Eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung, wie etwa beim Schlafwandeln. Oder schwere seelische Abartigkeiten, wie Schizophrenie oder Psychopathie. Die Untersuchung von Menschen mit schwerer Persönlichkeitsstörung kann für einen Gutachter sehr belastend sein. Der Experte muss trotzdem objektiv bleiben und juristisch verwertbare Fakten liefern. Köhler berichtet von einem Fall, bei dem er zu einem unerwarteten Ergebnis kam. Ein junger Mann quält Jugendliche entsetzlich. Er lockt sie mit einer erfundenen Geschichte. Er sei der Anführer einer coolen Gang. In einer Aufnahmeprüfung müssten sie beweisen, dass sie harte Typen sind, die etwas aushalten. Der Täter schlägt die Kinder, drückt Zigaretten an ihnen aus. Ein Verrückter? Dann wäre er schuldunfähig und müsste in die Psychiatrie. Der Gutachter Dennis Köhler prüft die Voraussetzungen dafür. Interview wurde geführt mit ihm, strukturiert auf einer wissenschaftlichen Basis. Und da war es so, dass er natürlich Auffälligkeiten hatte. Aber man konnte nicht sagen, dass er ganz klar eine voll ausgeprägte Störung hatte. Und so musste man dann sagen, also wir finden, oder ich finde da Hinweise, die sind sehr bedenklich. Es erreicht aber nicht die Stufe zu sagen, er hat jetzt die Störung oder mehrere Störungen in Vollausprägung, dass man sagen kann, das ist so erheblich gewesen, um in diese Schuldfähigkeit reinzukommen. Das Urteil des Gutachters, die Taten wirken zwar wie die eines Verrückten, doch von den gesetzlichen Kriterien für ein Handeln ohne Schuld greift keines. Nach wissenschaftlichen Maßstäben ist der Mann voll einsichts- und steuerungsfähig. Es geht natürlich im Zuge dieser Begutachtung darum, auch sich an Fakten zu orientieren, beziehungsweise auch wirklich harte, objektive Daten zu haben, um eine Einschätzung vorzunehmen. Ich würde mich als Sachverständiger eher ungut fühlen, wenn ich aus diesem Bauchgefühl dann argumentieren würde und dann sagen würde, dass, ne, ich denke aber, der ist irgendwie, ne, das muss so sein, aber ich habe keine Fakten dafür. Im Lebenslauf rastet er aus. Immer wieder begutachtet Dennis Köhler solche Fälle. Gewaltverbrechen, verübt von Tätern mit kaum fassbaren Wesenszügen. In diesem Seminar zeigt er anderen Psychologen, woran sie einen Psychopathen erkennen. Köhler analysiert hier den Extremfall Richard Kuklinski. Der US-Amerikaner hat vermutlich mehr als 150 Menschen ermordet, ohne jede Gefühlsregung. Es kratzt mich nicht im geringsten. Im Gespräch gelingt es Psychopathen häufig, ihr Gegenüber für sich einzunehmen. Einen Psychopathen zu entlarven, ist für jeden Gutachter eine große Herausforderung. Das geht nur, wenn man wirklich natürlich sehr ausführliche Gespräche führt und andere Informationen hat. Wenn man nur im Gespräch ist mit jemandem, der psychopathische Eigenschaften hat, dann hat man keine Möglichkeit, dem nachzuspüren, wo er manipuliert, wo er betrügt, weil er natürlich eine Strategie hat, alles zu verschleiern. Mit einem Interviewleitfaden überprüfen die Psychologen das Eigenschaftsprofil eines Straftäters. Also da würde ich ihm eine Null geben. Doch der Versuch, die Persönlichkeit eines Menschen systematisch zu erfassen, führt an Grenzen.
Dessen ist sich Dennis Köhler bewusst. Hundertprozentig im Kopf reinschauen, das werden wir nicht schaffen, weil die Erfahrungswelt, also die Psyche des Menschen, ist im Grunde genommen ein Konzept, ein Konstrukt. Ich kann nur versuchen, möglichst nahe zu kommen. Aber am Ende bleibt der Mensch Mensch und in seiner Erfahrungswelt oft auch nicht ganz fassbar. Straftäter können ohne Schuld sein und trotzdem gefährlich. Die Allgemeinheit muss vor ihnen geschützt werden. Solche meist psychisch kranken Täter landen deshalb im Maßregelvollzug. Dann wird regelmäßig geprüft, ist der Täter noch immer gefährlich oder kann er entlassen werden. Ein Einsatz, hier nachgestellt mit Schauspielern. Polizisten bringen einen Gewalttäter zur forensischen Psychiatrie der Ludwig-Maximilians-Universität München. Der schuldunfähige Mann hat zwei Frauen erschlagen. Nach Jahren hinter Gittern soll er nun begutachtet werden. Wie wahrscheinlich ist es, dass er rückfällig wird? Der Psychiater Norbert Nedopil erstellt solche Prognosegutachten zur Gefährlichkeit von Straftätern seit fast 30 Jahren. Sie kommen heute zu mir zur Begutachtung. Ich bin der Professor Nedopil und Sie gehen jetzt bitte mit mir und wir machen dann die Untersuchung. Ja? Gut. Ich sage Ihnen von vornherein, ich bin nicht Ihr Freund, ich bin nicht Ihr Vertrauter. Was Sie mir sagen, wird weitergegeben. Ich bin aber auch nicht Ihr Feind. Also mir ist das gleich, was rauskommt. Ich bin sozusagen der Untersucher, der ein neutrales Ergebnis vermitteln will. Und wenn Sie wünschen, dass das Ergebnis objektiv ist, dann versuchen Sie mit mir so zu reden, dass ich Sie gut verstehen kann. Bevor wir anfangen, muss ich Ihnen sagen, dass ich zwar Arzt bin, dass wir aber... Nedopil untersucht, was hat die Taten ausgelöst? Und sind diese Risikofaktoren noch vorhanden? Schon zu Beginn des Gesprächs setzt er den Täter unter Druck. Wie steht er heute zu seinen Verbrechen? Hat er aus seinen Fehlern gelernt? Haben Sie eigentlich selber da einen Anteil an dem Ganzen? Oder ist es alles nur Kollegen, Schicksal, böse Frauen? Naja, natürlich habe ich auch immer einen Anteil dabei, aber... Was ist denn Ihr Anteil? Der Psychiater erstellt ein Risikoprofil des Täters. Wie stark dieser Rückfall gefährdet ist, hängt von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel davon, ob er nach seiner Entlassung Arbeit hat oder eine Partnerschaft. Der Einfluss solcher Lebensumstände ist statistisch belegt. Wenn ich beispielsweise jemand habe, der sehr jung schon kriminell geworden ist und der im Laufe seines Lebens immer wieder kriminell geworden ist, dann weiß ich, was über jugendlich beginnende Kriminalität aus der Literatur. Ich weiß die Verlaufsuntersuchungen, ich weiß, dass die Leute in dieser Risikokategorie in einem bestimmten Anteil rückfällig geworden sind. Nedopil prüft die Risikofaktoren anhand einer standardisierten Liste. Dabei darf er sich von dem Straftäter nicht blenden lassen. Denn der Befragte versucht in der Regel mit allen Mitteln, den Gutachter davon zu überzeugen, dass er nicht mehr gefährlich ist und entlassen werden kann. Also, haben Sie sich mal Gedanken gemacht, was da bei Ihnen vielleicht nicht ganz so läuft, wie es bei anderen Männern läuft? Jetzt bin ich ein Stückchen weiter, jetzt wüsste ich da ein bisschen mehr. Was denn? Naja, dass man sowas nicht tut, natürlich. Ja, das hätten Sie vorher auch schon wissen können, oder? Zu Recht. Nedopil befragt die Täter mehrmals, bis zu 6 Stunden am Stück. So sammelt er eine Fülle von Material. Das hilft ihm, Manipulationsversuche abzuwehren. Seine Methode? Diskrepanzen aufdecken. Wenn jemand etwas berichtet und, weiß ich, 2 Stunden später ein bisschen was anderes berichtet. Man kann daraus auch auf Störungen schließen. Aber sie können auch ein Hinweis sein auf
ja, Versuche zu täuschen, zu simulieren oder aber sich, und das haben wir häufig gerade bei Prognosegutachten, sich als gesünder, als stabiler, als zuverlässiger darzustellen, als man es in der Tat ist. Norbert Nedopil ist überzeugt, er kann Risiken erkennen und helfen, diese zu vermeiden. Trotzdem gibt es keine Garantie dafür, dass ein entlassener Täter nicht rückfällig wird. Der Psychiater trägt zwar nicht alleine die Verantwortung dafür, aber die Angst vor einem fatalen Irrtum begleitet ihn trotzdem seit Jahrzehnten. Wenn ich hier nicht mehr arbeite und nicht mehr die Universität im Rücken habe, dann mache ich auch keine Prognosen mehr oder keine Risikoeinschätzungen in dem Bereich mehr. Wenn man auf dieser Messerschneide getanzt hat, jetzt ich mittlerweile über 30 Jahre, dann kann man froh sein, wenn man in den anderen Ende angekommen ist und nicht runtergefallen ist. Also insofern sollte man das Schicksal auch nicht zu sehr herausfordern. Das Schicksal nicht herausfordern, Gutachten nachvollziehbarer, wissenschaftlicher machen. Dieses Ziel haben auch Forscher der Universität Göttingen im Blick. Sie erzeugen Bilder davon, was im Gehirn von Menschen geschieht. Ein möglicher Weg, um Dinge zu erfahren, die ein Straftäter eigentlich geheim halten möchte. Beispiel: Pädophilie. Sind bei Pädophilen andere Hirnregionen aktiv als bei Heterosexuellen? Im Grunde kristallisiert sich heraus, dass sowohl Probanden mit einem pädophilen Interesse als auch welche mit einem heterosexuellen Interesse an Frauen und Männern jeweils dann die gleichen Aktivierungen, die gleichen Hirnareale aktivieren, wenn sie den für sie präferierten Reiz sehen. Also ein pädophiler Proband reagiert dementsprechend auf Kinder, auf Mädchen oder Jungs und ein gesunder heterosexueller Proband eben auf Erwachsene mit den gleichen Hirnaktivierungsmustern. Das sind alle Reize, genau. Auf Basis solcher Erkenntnisse wollen die Forscher Messmethoden entwickeln. Zum Beispiel, um zu überprüfen, wie gut ein Sexualstraftäter seine krankhaften Triebe kontrollieren kann. Könnte ein Gehirnscan in Zukunft darüber entscheiden, ob etwa ein Täter aus der Psychiatrie entlassen wird? Die Göttinger Forscher räumen ein, bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Von den naturwissenschaftlichen Verfahren her haben wir dimensionale Entwicklungen. Da gibt es keine Grenzwerte. Für juristische Fragen ist es aber gefordert. Der Patient, der Proband ist entweder gefährlich oder ist ungefährlich. Und wir müssen also diese Designs, diese wissenschaftlichen Designs so entwickeln, dass die für die juristischen Fragestellungen aussagekräftig sind. In Jürgen Müllers Klinik sind psychisch kranke Männer untergebracht. Für sie tragen die Wissenschaftler eine besondere Verantwortung. Dann starten wir jetzt mit der Kalibrierung. Bitte ruhig sitzen bleiben und die weißen Kreise anschauen. Deswegen testen sie ihre neuen Diagnosemethoden zunächst an gesunden Freiwilligen. Hier das sogenannte Eye-Tracking. Die Augenbewegungen werden verfolgt und aufgezeichnet. Dann starten wir jetzt das Experiment. Die Testpersonen sollen Puzzleteile miteinander vergleichen. Untersucht wird dabei, wie stark lassen sie sich von den Nacktfotos ablenken. Bisherige Studien legen nahe, Augenbewegungen offenbaren sexuelle Präferenzen sehr zuverlässig. Pädophile lassen sich von Gesunden gut unterscheiden. Aber ist es nicht zu leicht, die Untersucher zu täuschen? Und das Ergebnis zu manipulieren? Einfach konzentriert auf die Aufgaben schauen und nicht auf die nackten Körper. Man muss eigentlich immer davon ausgehen, dass jede Art Test, psychologischer Test, durchschaut werden kann in gewisser Art und Weise auch und auch in gewisser Art und Weise manipuliert werden kann. Der Vorteil ist für uns dann,
dass wir das, wenn wir es genügend untersucht haben, auch beschreiben und charakterisieren können. Wir sehen dann, ob der Proband versucht zu täuschen. Kirsten Jordan hat die ersten Daten ihrer Experimente ausgewertet. Je länger der Blick an einer Stelle verweilt, desto größer sind die farbigen Kreise. Die Forscher können daraus den Grad des sexuellen Interesses ableiten, aber auch, wie gut die Testpersonen ihre Triebe unter Kontrolle haben. Die Frage, wie gut, wie zuverlässig sind die Verfahren? Und da schauen wir dann, ob wir sie noch verbessern können, indem wir zum Beispiel noch die Reize verändern. Also bei einem Verfahren, wo wir jetzt mit sexuellen Reizen zur Ablenkung arbeiten, sind wir gerade dabei, neutrale Reize zusätzlich einzuführen, um zu schauen, wie gut lassen sich unsere Probanden von neutralen Reizen, also zum Beispiel Gegenständen, ablenken. Einen anderen Forschungsschwerpunkt hat Peter Fromberger. Virtuelle Realität. Mit einer 3D-Brille taucht der Proband in digitale Welten ein. Heute demonstriert der Psychologe eine erste Version. In diesem Experiment sollen die Testpersonen bewerten, wie attraktiv sie die Computerfiguren finden. Die Göttinger Forscher programmieren derzeit eine ausgefeiltere 3D-Welt. Sie soll einmal dabei helfen, gefährliche Sexualstraftäter zu therapieren. Bevor diese entlassen werden, müssen sie in der virtuellen Realität Selbstbeherrschung erlernen. So ließe sich prüfen, wie sie in einer für sie riskanten Situation reagieren, ohne dabei echte Menschen zu gefährden. Doch die Göttinger stehen noch ganz am Anfang. Es wird lange dauern, bis ihre Methoden in der Therapie oder gar vor Gericht zugelassen werden. Was wir leisten können, ist, dass wir Risikosituationen besser entlarven können, um dann Verhaltensregeln mit dem Betroffenen zu entwickeln, dass er durch diese persönlichen Gefährdungssituationen kommt, ohne dass er straffällig wird. So könnte die Zukunft der Gutachterpraxis aussehen. Wünschenswert wäre es, denn Fakt ist, wissenschaftliches Arbeiten muss in deutschen Gerichtssälen mehr Gewicht bekommen. Wenn wir wirklich Gutachtenqualität wollen, dann brauchen wir auch Ressourcen für Forschung in diesem Bereich, brauchen eine klare Verankerung in deutschen Universitäten. Praktiker fordern eine einheitliche Ausbildung für Gutachter. Mit der Pflicht, auf dem neuesten Stand der Forschung zu arbeiten. Es ist so, dass nicht alle die gleiche Qualifizierung, den gleichen Wissensstand haben, weil sie denken, das, was ich vor 10 Jahren gemacht habe, muss doch heute auch noch gelten. Der Gutachter als unangreifbare Autorität, deren Urteil der Richter einfach übernimmt, diese Zeiten sind vorbei. Der Sachverständige sollte nicht die graue Eminenz sein, die dann mal so aus dem Hut zaubert, so ist es. Und wenn man dann als Gericht sagt, verstehe ich nicht, dann sagt er, gut, ja klar, ich bin auch der Fachmann, ich sag's Ihnen.